Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video, dass ich extra jetzt mein Gesicht so nah in die Kamera halte, ist, dass ihr wirklich jeden Schandfleck von mir seht und der nicht irgendwann im Laufe der Zeit mich mobben können. Also, guck mal, mein Piercing, wie es rausragt, guck mal, hier oben. Mich könnt ihr nicht mobben, Bitches, mich nicht. Herzlich willkommen. Meine Freunde, ich habe meine Handschuhe schon an. Und zwar geht es heute in meinem allerersten Video um das Wichtigste überhaupt, was mit Piercings zu tun hat. Und zwar die Heilung nach dem Stechen. Viele kommen zu mir und sagen, hey Kiki, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe auch immer desinfiziert. Aus, nein. Wenn ich das Wort desinfiziert schon höre im Kontext mit Piercing, Gänsehaut, wirklich. Ich habe gerade sogar Gänsehaut. Ich würde es euch zeigen, aber meine Pullover sind zu eng. Es ist wirklich nichts mit Piercings zu tun. Und ich erkläre euch das jetzt. Also Freunde, euer Körper ist dafür gemacht, zu arbeiten, ohne Piercings darin. Ihr pierst euch jetzt, egal ob Ohren, Nase, Lippe, Zunge, Bauch, was auch immer. Das heißt, ihr fügt dem Körper einen Fremdkörper zu. Das heißt, euer Körper wird dauerhaft belastet, genauso wird das Immunsystem angegriffen und. Das arbeitet jetzt. So. Wenn ihr jetzt falsche Pflege benutzt, deswegen sage ich auch, nicht desinfizieren. Das hier benutze ich zum Beispiel immer, um meine Kunden vom Piercen zu desinfizieren. Viele benutzen Kodan oder auch Octanisept, das ist so eine kleine Verpackung, rot-weiß. Benutzen die das, um ihre Piercings zu reinigen, direkt nach dem Stechen. Und Leute, ich sag's euch jetzt, ein letztes Schlimmste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Nase. Das Schlimmste. So eine Desinfektion zu nehmen. Indem ihr das Ganze desinfiziert, oberflächlich, tut es pseudomäßig abheilen. Also die Rötung verschwindet, es hört auf zu eitern, weil ja keine Bakterien sind, nichts. So. Hört ihr jetzt auf damit, fängt die komplette Heilung von vorne an. Ihr müsst dem Körper beibringen, das Piercing, den Schmuck zu akzeptieren und nicht dagegen zu arbeiten. Wenn es dann dazu kommt, dass ihr Wildfleisch bekommt, ist das nichts anderes als ein Schutzmechanismus vom Körper. Viele schämen sich dafür oder ekeln sich auch. Klar, man kann sich auch ekeln davor, weil es sieht halt nicht so hübsch aus, aber ihr solltet auf jeden Fall euch nicht dafür schämen. Ihr könnt stolz auf euren Körper sein, dass er überhaupt so arbeitet. Dieses Wildfleisch ist eigentlich nur Gewebe, das versucht von innen nach außen zu wachsen, um das Piercing abzustoßen. Und das passiert, wenn man es desinfiziert. Weil der Körper muss ja lernen, es zu akzeptieren. Daher benutze ich nur und wirklich nur ausschließlich Pontolint. Ich kann es jedem ans Herz legen. Ich tue mich sogar nach dem Abschminken einmal hier mit dem hier. Nach dem Rasieren, vor allem im intimen Bereich. Mädels, wir brauchen hier gar nicht so zu tun. Ihr wisst, wie das ist, diese Rasurpickel. Ihr wisst, wie hart es im Sommer ist. Wenn man sich nicht waxen geht, dann kann man nicht mehr richtig ins Freibad gehen und. Voilà. Dieses Brontolin-Spray. Es ist hautberuhigend. Es ist wundheilungsfördernd, wundheilungsunterstützend. Es ist kühlend. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist super geil. Ein Inscope würde jetzt sagen, was für ein geiles Brontolin. Ich hoch, wisst ihr warum? Weil es mich nicht juckt. Weil ich ein absoluter YouTube-Mensch bin. Naja, auf jeden Fall, es ist. Ah ja, es hat sogar Fliegen. Also, es ist ein absolut geiles Produkt. Ich kann es nur empfehlen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr wirklich jedes Piercing reinigen könnt. So. Also, abgesehen von zum Piercing und Nasenpiercing. Klar, also das Nasenpiercing kann man auch oberflächlich so reinigen. Zum Piercing hat eine ganz andere Heilungsprozedur und. Das teile ich euch aber noch irgendwann mal in einem Video mit. Ich nehme jetzt zwei Wattestäbchen. Ich sage immer zwei Wattestäbchen pro Ohrpiercing. Das heißt, wenn ihr euch jetzt an einem Ohr vier Piercings gemacht habt, 2, 4, 6, 8 Wattestäbchen. Geht ihr schön vorne hin, sprüht es richtig schön feucht ein. Also hier, man sieht, es tropft schon runter. Der anderen Seite ebenfalls. Ich nehme aber die Wattestäbchen noch so ein bisschen. Drückt das Ganze an, dass es richtig schön feucht ist. Und ich reinige jetzt für euch mein Dermal Anchor. Das ist ein Implantat hier. Ich habe es zwar schon gereinigt, aber aufgrund dessen, dass ich ja Make-up anhabe und
mein Mundschutz hoch und runter und mein Halt drüber fest. Seht ihr ja hier auch auf dem Tattoo, wie sich das Make-up immer wieder absetzt. So, ich gehe jetzt einmal so rum ran. So, damit habe ich jetzt schon mal den groben Schmutz entfernt. Ich muss vorstellen, das ist ein Piercing, wo ihr hinten dann nochmal reinnehmen könntet. Gehe ich nochmal drumherum, um wirklich schön das Pflegemittel zu verteilen. Damit ist der erste Schritt von eurem Piercing gemacht. Fertig, mehr braucht ihr nicht. Erstes Wattestäbchen, Müll, ihr Selemir. Müll. Wenn ihr jetzt zur Hinterseite von eurem Piercing kommt, hier außen vom Ohr, gleiches Spiel. Ist so schwer. Einmal rum. Um Schmutz zu entfernen und sonstige Sachen bei Ohrpiercings ist immer der Fall. Es dampft vom Glätteisen, Haarspray, Haaröl, jetzt noch mit Mundschutz. Total Schaden. Das sind die schlimmsten Bakterien, die ich hier gesehen habe. Und dann geht man nochmal dahin. Bumm. Das war's, Freunde. Das war's. So reinigt ihr ein Piercing richtig. Von vorne, von hinten mit zwei Wattestäbchen dran gehen. Einmal groben Schmutz entfernen. Nochmal ums Pflegemittel zu verteilen. Das war's. Hier, guck. Das. Und das ist so schlimm? Ist das so anstrengend? Ich weiß, ich bin selber nicht die Beste darin. Da bin ich wirklich so geworden, ganz straight, offen und ehrlich. Morgens und abends, ich ziehe durch. Und wenn ich keinen Bock habe auf diese Wattestäbchen-Geschichte, sprühe ich mir drauf, bis diese Kruste und alles schön aufweicht, gehe mit dem Wattestäbchen trocknen, mache das weg und sprühe es nochmal drauf. Mehr braucht ihr nicht, Leute. Einfach nur gescheites Pflegespray, keine Wunddesinfektion und das war's. Das war's, Freunde. Schmeckt nicht so lecker, wie es aussieht, aber auf jeden Fall, das war's schon, Freunde. Gibt es, wie gesagt, gar nicht viel zu sagen, richtiges Pflegespray. Natürlich, der Schmuck ist auch ganz wichtig. Dazu gibt es aber nochmal ein separates Video, welchen Schmuck man für frische Piercings verwenden sollte, welchen nicht, wann Wechselschmuck in Frage kommt. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, ihr habt auch vielleicht was Neues gelernt. Wenn nicht, dann halt nicht. Mein Gott, was soll ich machen? Danke fürs Zuschauen. Lasst mir irgendwas da. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Danke.